So, Provinz Kalber jetzt hier mehr oder weniger schon auf dem Kalber Pass, geht berghoch. Wir sind uns nicht ganz einig, bis auf 1040 oder 1044 Meter werden es dann noch prüfen. Fahren jetzt also Richtung Afghanistan. Genau. Kabul ist von hier ungefähr 200 Kilometer entfernt. Ja. Wetter leicht bewölkt. Eigentlich angenehme Temperatur im Gegensatz zu gestern. Wir beide sind gut drauf, unsere Begleiter sind hervorragend gut drauf, weil sie ja mit uns die Reise genießen dürfen, ganz klar. So, aber sehr huppelig. Das geht's berghoch. Wir melden uns dann gleich wieder. Liebe Freunde, der Kalber Pass, 1070 Meter hoch, eine der wichtigsten, wenn nicht die wichtigste Verbindung zwischen Pakistan und Afghanistan. Geschichtlich hat sich hier vieles abgespielt. Alexander der Große hat hier die Länder durch und überquert. Der letzte Engländer kam über den Kalber Pass zurück. Hier waren die Russen, hier waren die Vereinigten Staaten, hier war Deutschland. Ja, viel Geschichte, viel Krieg, viel Leid. Und es wird Zeit, dass man das Leid auf der Welt beendet. Und das geht nur, wenn man Klarheit schafft, gerade vor Ort. Jetzt hier live vom Militärstützpunkt, hier direkt an der Grenze Afghanistan-Pakistan. Hinter mir seht ihr die Grenze. Ja, hinter mir ist Afghanistan. Wir haben gerade eine Einweisung bekommen vom General. Die Lage hier, die aktuelle Lage hier im Grenzbereich. Sehr informativ. Und so sieht das hier aus. Viele Grüße und bis gleich. Hier im Offizier-Casino, hier im Stützpunkt, sehr beeindruckend. Ja, vor allem, wir sind ja hier im Grenzbereich, um zu gucken, wie die Fluchtbewegungen sind. Mittlerweile sind ja 17.000 Menschen aus Afghanistan nach Deutschland ausgeflogen worden. Die Ortskräfte, Hilfskräfte. Und es kommen ja jede Woche 200 dazu. Und wir wollen einfach mal gucken, wer kommt, wann kommen sie, wie kommen sie, auf wie vielen Wegen. Wir fahren ja gleich noch ins Flüchtlingscamp. Einfach, wie gesagt, einen Blick auf die aktuelle Situation zu haben und zu bekommen. Einfach mal mehr Klarheit schaffen. Deswegen sind wir hier. Sehr interessant, sehr informativ, man ist sehr offen und man nennt ganz klar Zahlen und Fakten. Und das ist ja auch wichtig im Dialog.
camp in Haripur. We have recently started this project of converting the solid waste into fertilizer. Yeah. And then they pack it in the bag and set the bag. So probably we can also do it here. Any development work inside the camps? Yes. Because then, you know, they turn into permanent structures. To be honest, this is not five-star living, but it's accepted. Yeah. It is. But now they have been allowed brick construction, prefabricated, you know, structures they're allowed. So you can easily, you know, say that this is all one big family. Yeah. Who are living together, and this is why even if their male members go to other cities for jobs, their kids feel protected because their relatives are not around. So this is why they prefer living inside the refugee village. I see. Now I know what you mean with it's not a camp, you know. Yeah, it's not a camp. Anybody can enter, you know, this. Hello. Camp. There's no security checkpoint. Yep. Nothing like that. And you cannot have a camp for 4 decades. That's right, yeah. Because of the scorching heat and everything. What river is it?